Hast du dich jetzt gerade über dieses Kapitel mokiert? Über die Kapitelüberschrift deine Nase gerümpft? Ja, hast du das? Untervögelter Prachtpo mit rosa Slip? In einem Kontext, zum Beispiel Karneval, Fasching, Fastnacht, würden wir uns darüber prustend auslassen und auf die Schenkel klopfen. Aber jetzt, in einem ernsten Kontext, klingt diese Kapitelüberschrift: Oh, untervögelter Prachtpo mit rosa Slip. Oh, das kann doch nur Schundliteratur sein. Auf jeden Fall ist es etwas, mit dem ich nichts zu tun haben will. Ich sagte gerade, in einem ernsten Kontext, also außerhalb von Karneval, Fasching und Fastnacht. Und was ist ein ernster Kontext? Ein ernster Kontext ist das Gegenteil von Fasching, Karneval und Fastnacht, nämlich Ernst. Und Ernst, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist das Patriarchat. Ist das nicht schön? Da hast du nämlich nichts zu lachen. Vor allen Dingen, wenn du mit solchen Texten in Berührung kommst oder mit ihnen gemein gemacht wirst. Vor allen Dingen als Frau, das geht gar nicht. Schauen wir uns doch mal den Text genau an. Ein Prachtpo. Ein Prachtpo ist eine Verehrung eines Po, nämlich eine positive Konnotation. Wir finden etwas sehr toll, also finden wir es prachtvoll, prächtig, schön. Ein Prachtpo. Darf ein Po schön sein? Natürlich nur, wenn du heimlich deine Pornozeitschriften aus deinem Schubfach ziehst, in der Mittagspause, dann darf es schön sein. Aber nicht, wenn es der Arbeitskollege mitbekommt, nicht wahr? Ja. Untervögelt? Ja, das Wort Vögeln, ja, das kann man als eigentlich als harmlos bezeichnen. Es ist eigentlich schon fast Kabarett. Es ist nicht so etwas ich würde sagen, Ficken ist schon sehr eine andere Dimension. Vögeln sagt man eigentlich schon sehr aus spaßigen Gründen. Also untervögelt heißt so viel wie zu wenig Sex, ja? Kann man sich darüber aufregen? Untervögelter Prachtpo, würde ich sagen, das ist Satire. Für mich ist das Satire. Aber du kannst gerne davon Abstand nehmen, weil es ist ja genauso schlimm, wie wenn eine Frau im Sommer über den Marktplatz schlendert und sie vielleicht keinen Slip trägt und der Rock etwas durch den Wind nach oben und plötzlich ist sie nackt und alle schauen, oh! Wir haben etwas gesehen. Oh, die Frau. Nein, das kann sie doch nicht machen. Wir wurden geblendet von ihren Schamlippen. Das ist schon schädlich. Das macht ja auch blind, ne? Oder ihre Nippel waren zu sehen durch ihren transparenten Oberteil. Das geht gar nicht. Das ist schädlich, nicht wahr? Gut. Lassen wir die Polemik, den Sarkasmus. Was haben wir noch in der Überschrift? Oh, wir haben noch den rosa Slip. Oh, der ist schlimm. Der rosa Slip. Er ist fantastisch, der rosa Slip. Ich finde ihn so schön. Weil er das Klischee rosa natürlich, das Klischee, also kein blauer Slip, ne? Es ist kein blauer Slip. Nein, es ist kein blauer Slip. Stellt euch mal vor, es wäre ein blauer Slip. Da würden ja homophobe Gefühle aufkommen bei euch. Bin ich nicht gnädig und mache einen rosa Slip daraus? Also gut, dann wisst ihr alle, dass ein weiblicher Po gemeint ist. Ist das nicht schön? Dann hat das Patriarchat, also eure Prägung, doch schon einen Vorteil für mich. Da muss ich nur die Farbe wählen. Und kann das Wort weiblich weglassen? Ist das nicht genial? Aber jetzt bin ich natürlich mit dem weiblich in einem gefährlichen Gewässer. Ich darf ja Weiblichkeit und Sexualität
nicht in einer positiven Konnotation bringen. Das ist ja nur was Negatives, was Schmuddeliges. Nein, weibliche Sexualität muss immer mit Scham und Schuldgefühlen einhergehen. Deswegen kann ich nicht rosa Slip schreiben. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist immer Schmuddel. Und deswegen mache ich's trotzdem. Genau deswegen mache ich's trotzdem. Erst recht. Untervögelter Prachtpur mit rosa Slip, ihr... Das ist natürlich eine schwierige Sache für einen Apotheker, der nicht erfährt, was der Kunde überhaupt will. Sie sind ja gar kein Apotheker, Sie sind ja Fräulein Apothekerin. Fräulein Apothekerin. Fräulein Apothekerin. Rin. Der Junge. Der Mann. Das Mädchen. Das Weib. Dein Geschlechtswissen, was du über dich hast, ist angeboren. Dr. Barton ließ seinen Wagen entspannt die Straße entlang gleiten. Ein stressiger Abend, aber es war zu erwarten gewesen. Er nahm sich jetzt etwas Auszeit zum Entspannen. Natürlich wusste er um die Wirkung der Androhung, die er dem Grafen zuteilkommen ließ. Denn er hatte selbst Angst davor, dass seine Gefühle, die er Männern gegenüber hat, bekannt werden würden, dass es herauskommt, irgendjemand erfahren könnte, jemand, der genügend Macht hätte, ihm damit zu schaden. Er schaltete das Radio wieder ein, nur ganz leise. Etwas Berieselung kann nicht schaden, dachte er. Wir begrüßen Sie im Nachtstudio. Heute Frauendiskriminierung durch Sprache. Das geht jetzt pausenlos. Barton wollte keine Zeit verlieren. Ich muss Jordan informieren, dass ich den Check habe. Jordan Green. Das Telefon schaltete auf Rufton. Gordon Green is available in 5 seconds. Moment, please. Das Weib, der Herr. Wir sehen die Versächlichung, Verobjektierung sehr deutlich. Das für weiblich, der für männlich. Und auch hier wieder, das Mädchen, der Junge, auch hier weiterhin zu sehen, die Endung chen, die Verniedlichung. Bei einem Jungen würde Jungchen negativ klingen. Gordon, was gibt's, Herr Baron? Gute Neuigkeiten? Ja, es hat alles geklappt. Ich habe den Check. Sie können morgen den ersten Chefredakteur briefen. Das Fräulein. Hier sehen wir wieder die Sächlichkeit und die Abwertung durch die Silbe Lein. Hat's denn Sie informiert? Hat mir noch einen wertvollen Tipp gegeben. Herrlich. Dämlich. Nein, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, Sven ist immer für einen wertvollen Tipp gut. Ist ja auch teuer genug. Der Junge, der Mann, das Mädchen, das Weib. Bitte informieren Sie auch das Filmstudio Ihres Parteikollegen. Wir brauchen dringend einen Film für die Masse in weniger als 5 Monaten. Herr Rudolf, Herr Margarete. Wir sehen, weibliche Vornamen als Nachnamen sind nicht möglich. Erscheinen lächerlich. Ja, Herr Baron, Sie werden schnell arbeiten. Wenn das entsprechende Geld fließt, arbeiten Sie Tag und Nacht. Die Lehrer betreten den Klassenraum. Wir sehen, die Lehrerinnen sind eventuell nur mitgemeint, werden aber nicht benannt. Es könnte durchaus sein, und das wäre grammatikalisch richtig, wenn nicht nur Männer den Klassenraum betreten, sondern auch Frauen. Übernehmen Sie die Skizzierung der Gender-Mainstreaming-Definition aus dem Wahlkampf 2017. Dort hatte es starke reaktionäre Bewegungen gegeben. Diese Definition war sehr eloquent und effizient, erreichte vor allem dadurch die Massen, weil sie sehr einfach war, für fast alle zu verstehen war. Die Männerwelt bleibt den Männern, der Rest, die Frauenwelt den Frauen. Diese Grenzziehung muss der Film vermitteln. Schwul und Schwuchtel gelten als Schimpfwörter. Aus besonderem Anlass entfallen heute alle Werbesendungen. Ja, natürlich, Herr Baron, wir orientieren uns stark an dieser Epoche. Die Bemühungen waren damals zu schwach und wir werden diese Fehler nicht wiederholen. Was hören Sie da für einen Sender? Klingt wie Propaganda aus dem Selbstbestimmungslager. Weibliche Genitalbezeichnungen, Fotze und Pussy, gelten als Schimpfwörter. Schwanz jedoch nicht. Ja, die senden jetzt nonstop. Wir brauchen gar nicht mehr einschalten. Wie Sie sehen, ist die Lage ernst, Jordan. Das Wort Lesben hat durchaus eine negative Konnotation.
In Pornofilmproduktionen gilt das Thema Lesben als Quotenbringer. Daher wird das Wort Lesben oft in Titelzeilen für derartige Produktionen benutzt, wie zum Beispiel »Lesben lernen, wie es richtig geht« oder »Auch Lesben werden mal schwach«. Dabei werden diese Titelzeilen neben Abbildungen gesetzt, die Frauen mit Männern zeigen. Ich werde morgen schon alles in die Wege leiten. Einen schönen Abend noch, Herr Baron. Nein, das heißt nicht nein, wenn es eine Frau sagt, die als Objekt von einem Mann begehrt wird. Es ist wirkungslos. Erst wenn sie sagt, dass sie einem anderen Mann gehört, lässt der Verehrer von ihr ab. Barton war nun etwas wohler. Gordon funktionierte. Er stellte die Heizung etwas höher. Wenn Frauen sagen, das kann ich nicht ertragen, das ist schlimm, wird gesagt, du hast sicher deine Tage. Barton dachte wieder an die junge Frau des Spielwarenladens. Wie sie sich bückte. Ihre Jeans rutschte und sie ihren rosa Slip präsentierte. Und wie er in Gedanken ihren Po griff und sagte, das fühlt sich richtig gut an. Ein Nein gegenüber einem männlichen Chef führt meist zur Entlassung. Seine Hose wurde wieder enger. Er musste sich konzentrieren. Der Sherry. Eine Polizeikontrolle wäre jetzt verheerend. Wenn ein Mann seinen Kollegen im Beisein von Frauen von Frischfleisch berichtet, ist es nicht verwerflich für ihn, wenn alle wissen, dass er damit Frauen meint. Seine Fantasie ließ ihn jetzt die Jeans der Frau einfach runterziehen, mitsamt dem Slip. Eine Frau, die unbequem ist, etwas sachlich kritisiert, wird mit dem Hinweis, dass sie untervögelt sei, diskreditiert. Ihr prachtvoller Po war jetzt dreidimensional vor seinen Augen. Die Straße war kerzengerade. Nichts lenkte ihn ab. Eine Frau, die herumvögelt, ist eine Schlampe, eine Hure, ein Flittchen. Ein Mann, der genau das Gleiche tut, herumvögelt, ein Casanova, ein Playboy, ein Schürzenjäger, ein ganzer Kerl. Diese Klagesendungen der Frauen. Barton ertappte sich dabei, dass ihn diese Sendungen erregten.